2 Jahre später. Sehr cooles Intro. Dezent deprimierend, ha? Vorbildlich, erstmal anschnalle. Ah, das ist der Plan. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Ah. Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Sean, hast du Hunger? Sean? 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 Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Ja, irgendwas Cooles wird's doch bestimmt geben. Chips? Yes. Hier schon, was zu essen. Danke, Dad. You're welcome. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Na gut, damit gehe ich mir jetzt mal eher nicht auf den Sack. Zumindest jetzt noch nicht. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe auch noch Zeug im Trockner. Okay. Spannend, wa? Ja, wo geht er hin? Ah. Oh. Wegschubst. Bisschen schiffen. Ah. Oh. Origami-Killer schlägt erneut zu. 7. Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer schließen lässt. Ich habe das Gesicht schon mal gesehen. Okay. Es wird Zeit für Hausaufgaben, Sean. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Wir machen sie später, okay? Nicht okay. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg.
Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Möglicherweise. Auf. Sollen wir den Plan referenzieren vielleicht? Steht hier, 4.30 Uhr Snack, 6 Uhr Homework, 7 Uhr Dinner, 8 Uhr Bett. Okay, wir haben ein bisschen Zeit, hä? Ja, 5:30. Na komm, ich helf dir. Was auch immer hier als Helfen durchgeht. Geile Bude übrigens. Die Designer-Bude hat mir besser gefallen. Ja, schon. Bald fertig, oder? Könnten ja schon mal das Dinner vorbereiten, oder? Mal gucken. Orange Juice. Bier? Nee, Orange Juice. Komm. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Moment, ich schluck das hier gerade noch runter, ja? Ins Maul. Boah. Erstmal kontrolliere, was der Kleine da gemacht hat. Ja. Na komm. Da, ja, Hausaufgaben. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Ja, dann pack deinen Scheiß weg. Sonst. Licht, not bad. Heavy rain, hm? Zweimal die gleiche Werbung. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Das ist eine Drohung, oder? So, komm, wie sieht's aus mit Abendessen? Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Okay. Ist da ein Medizinschrank drin? Wenn nicht, auf jeden Fall erstmal schiffen. Nein? Okay, das ist anscheinend tatsächlich nur die Gäste-Toy. Wieso ist der erkältet, der Kleine? Das geht ja mal gar nicht. It's dark as fuck. Ich soll vielleicht mal die Lichter anschalten. Nur so gefühlt, der niest ja immer noch. Los mit dem. Ah, Licht. Erstmal schiffen. Genau. Was für eine Bruchbude. So, geschifft, Licht angeschaltet, abspüle. Nicht die Hände waschen, aber im Medizinschrank gucken. Wo ist der Medizinschrank? Da. Yeah. Gut.
Hände waschen, überbewertet. Ah, Moment mal. Dreh dich nochmal um. Hier, Licht und so. Ah, besser. Es ist ja eigentlich echt schon dunkel, ne? Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. You're welcome. Wie sieht's jetzt aus? Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Gucken wir doch mal, was wir da noch so finden. Pizza klingt immer gut. Geht voll ab. Yes. Bevor ich vergesse, wo ist der Lichtschalter? Da ist der Lichtschalter. Joink. Yeah. Okay. Und ab in die Mikrowelle damit. Mikrowellenpizza von der Tanke. Das wird nicht lang dauern, ne? I knew it. Und scheint heiß zu sein. Slap. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Gut. Oh Gott, why? Why would you do this? Na gut. Hey Dad, du kannst ja jonglieren. Ich hab's schon lange nicht mehr versucht. Kannst du es mir beibringen, Dad? Klar, ich zeige es dir. Aber jetzt nicht, jetzt wird erstmal genommen hier. Komm, mach mal Schritt da rüber. So. Oder auch nicht. Er scheint keinen Hunger zu haben. Deprimierend. Ein bisschen deprimierend, oder? Okay. Also eben zugucken habe ich jetzt irgendwie keine große Wahl. Aber gut, ich gehe gerade mal... Oh, du bist fertig. So, 8 Uhr war Schlafenszeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, dann noch ein bisschen Zeit. Okay. Achso, der Brief, den sollte ich vielleicht mal gar nicht vergessen. Das war voll der scary shit. Fertig. Ja, aber aufhängen hat er wohl nicht so die Moral. Na gut. Es ist dunkel. Warum solltest du jetzt rausgehen? Gut, dass er die Musik draußen gelassen hat. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Ja, okay. In Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Sonst. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Sad. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer.